beginnen, einmal Herzinfarkt und Herzstillstand. Wir haben im Vorfeld, habe ich mit Herrn Hauser schon ein Gespräch gehabt und natürlich glauben sehr viele Menschen, dass Herzinfarkt so quasi immer das Lebensende ist und dass natürlich, wenn man sagt, ungefähr 50% aller Todesursachen werden auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgeführt, dann sagen natürlich viele, zum Schluss bleibt das Herz stehen. Das ist schon richtig, aber das wird hier nicht mit Herzinfarkt bezeichnet und ich werde Ihnen das dann genauer erörtern, was wir im Krankenhaus unter Herzinfarkt verstehen, wie man wirklich eine Prophylaxe machen kann, wie die Behandlung ist und letzten Endes, wenn man schon ein Betroffener ist, wie man weiter tun soll, um möglichst das Risiko zu minimieren, dass es zu einem zweiten Ereignis kommt. Und da gibt es nun Daten, die schon ganz eindeutig sind. Zum Herzstillstand werde ich Ihnen dann vielleicht zum Schluss ein paar Dinge sagen und dann wäre es mir recht, wenn Sie mir dann danach auch Fragen stellen. Nun, zur Erläuterung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sagt man, machen ungefähr 50% aller Todesursachen aus, aber da meint man nicht nur alleine den Herzinfarkt, sondern man meint in erster Linie den Herzinfarkt. Es gibt aber auch chronische Herzerkrankungen, wie die Pumpschwäche des Herzens, man nennt das die Herzinsuffizienz. Dem liegt sehr oft auch ein alter Herzinfarkt zugrunde oder Patienten, die schon mehrmals einen Herzinfarkt haben. Aber es gibt auch Herzmuskelerkrankungen, wie eine Herzmuskelentzündung, die dann chronisch wird, die dann auch zu einer chronischen Herzerkrankung führt, wo der Patient dann auch an dieser Erkrankung sterben kann. Und in der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und das ist an dritter Stelle von den Todesursachen, wird auch der Gehirnschlag gezählt. Also das Schlaganfall, wo der Patient eben halbseitig gelähmt ist und dann, weil der Schlaganfall so riesengroß ist, dann der Patient unter Umständen daran verstirbt. Das sind ungefähr bei einem großen Schlaganfall auch heute noch etwa 20% der Menschen. Also, wenn über Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Medien berichtet wird oder wenn Sie was lesen, es ist immer die gesamte Anzahl gemeint und nicht nur der Herzinfarkt alleine oder für sich. Was ist eigentlich, was geht beim Herzinfarkt vor? Was ist der Grund? Es ist so, dass der Herzmuskel selber hat drei Blutzuleiter zum Herzen. Das sind die Herzkranzgefäße. Die werde ich Ihnen dann zeigen. Mehrmals am Abend. Und wenn so ein Herzkranzgefäß sich plötzlich verlegt, dann kommt zu wenig Blut und Sauerstoff in einen Bereich des Herzmuskels hin. Und es kann erstens einmal zu einer akuten Herzrhythmusstörung führen. Dann kann der Patient unter Umständen einen Kammerflimmer kriegen, er fällt um und ist tot. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel 50 Jahre ist, sitzt im Gasthaus, fällt vom Sessel und ist plötzlich tot, dann ist das meist ein akuter Herzinfarkt, ein plötzlicher Verschluss eines Herzkranzgefäßes und es wird eine Herzrhythmusstörung ausgelöst, die tödlich ist, das ist das Kammerflimmern. Wenn der Patient das übersteht, dann stirbt ein Teil des Herzmuskels ab. Er stirbt komplett ab und wird dann in der Folge von einer Narbe ersetzt. Und dann kommt es wiederum darauf an, ist der Anteil des Herzmuskels, der abgestorben ist, sehr klein, dann ist die Aussicht für die Zukunft sehr gut. Ist der Anteil relativ groß, ist die Aussicht für die Zukunft nicht so gut. Also das heißt, je größer der Herzinfarkt ist, umso mehr genau feststellt, umso schlechter ist das natürlich. Und das schaut dann von innen so aus. Das ist so ein Herzkranzgefäß, nur vielfach vergrößert. Normalerweise sind die Herzkranzgefäße 1 bis 3 mm. Und das verzweigt sich dann in die feinen Äste in den mikroskopischen Bereich. Aber die drei Herzkranzgefäße, die ich Ihnen dann zeigen werde, auch in einem Röntgenbild, die drei großen sozusagen, die den Herzvorderwand, die Herzseitenwand und die Herzhinterwand mit Blut und Sauerstoff versorgen,
sind im Durchmesser 1 bis 3 mm. Und wenn Grauigkeiten bestehen, kann sich dann plötzlich ein Pfropf bilden, ein Gerinnsel. Und das Gerinnsel verlegt dann das ganze Gefäß, den Schlauch sozusagen. Und dann tritt plötzlich dieses Ereignis ein. Und das ist das Typische auch an dieser Erkrankung, dass man eigentlich, wenn die Einengung ungefähr 50% ist, das kann ich unter Umständen 10, 15 Jahre haben, ohne dass ich irgendetwas spüre, weder bei körperlicher Belastung noch in Ruhe. Wenn sich aber dann plötzlich so ein Tropf bildet und das Gefäß verlegt, dann geht es in Sekundenschnelle. Und das ist mit der Grund, weshalb oft keine Vorzeichen sind, dass ein Infarkt entstehen kann. Bei einem Drittel ist es aber anders der Patienten. Die spüren schon bei körperlicher Belastung oft Tage und Wochen davor ein Drücken und ein Brennen, über die Symptome werde ich noch sprechen, und das sind dann schon Warnzeichen. Und was passiert, wenn der Patient das überlebt? Wenn er überlebt, entsteht dann zum Beispiel hier bei der Herzvorderwand eine Narbe. Und das dauert ungefähr 4 Wochen, bis die Narbe ganz fix ist. Früher hat man gemeint, der Patient muss bei einem akuten Herzinfarkt 4 Wochen im Krankenhaus liegen, weil man wusste aus histologischen Untersuchungen, dass erst nach 4 Wochen die Narbe so richtig fest ist. Jetzt bei unserer modernen Behandlung, wenn ein Herzkranzgefäß aufgedehnt wird und ein Stent eingelegt wird, kann der Patient am nächsten Tag aufstehen. Keiner kümmert sich sozusagen um die Narbe. Tatsächlich ist es aber so, dass die Patienten eine weit bessere Lebensaussicht haben als im Frühjahr. Also Sie sehen, der Fortschritt in der Medizin, das werde ich Ihnen noch zeigen, gerade auf dem Gebiet, ist eigentlich gigantisch. Früher 4 Wochen. Bettruhe, die Leute durften nicht aufstehen, wie ich Turnusarzt war, 4 Wochen lang im Bett liegen müssen. Wenn sie dann noch 4 Wochen aufgestanden sind, sind sie ganz klapprig gewesen, ja, sind umgefallen. Alle haben gedacht, das ist der große Herzinfarkt. Es war natürlich so, weil diese Bettruhe nach 4 Wochen eigentlich ein Wahnsinn war. Man hat es damals noch nicht besser gewusst, sozusagen. So, und was passiert über unser ganzes Leben sozusagen? Und das sollte hier das nur skizzieren, weil unsere Prophylaxe müsste eigentlich schon im Kindergarten, in der Schule und natürlich auch dann im späteren Leben schon stattfinden. Ich habe hier da die Zeitachse, Sie sehen hier 20 Jahre, 40, 50, 60 Jahre, da müssen wir dann noch hinauf, aber da müssen wir auch hinunter noch, bis in das Säuglingsalter sozusagen. Und Sie sehen hier da ungefähr unsere Gefäße. Nicht? Also da haben wir ein sehr elastisches Gefäß, das ist jetzt so im Querschnitt geschnitten. Da drinnen wäre dann das Blut. Und diese Gefäße haben eine gewisse Dicke, die Gefäßwand. Drinnen fließt das Blut und die Gefäßwand ist, wenn wir jung sind, ganz elastisch. Ganz elastisch. Wenn wir dann ein bisschen älter werden, das fängt eigentlich schon mit 20 Jahren an, das schon Ablagerungen gibt. Daher an der Innenwand des Gefäßes, Sie sehen hier so Rauigkeiten. Das geht dann weiter, bei einem schneller, beim anderen langsamer, werden die Rauigkeiten mehr und mehr. Und wir sehen schon, dass dann auch das Ganze ein bisschen enger wird. Und dann können sich weiter Auflagerungen bilden, es wird Fett eingelagert, es werden dann verschiedene Blutzellen auch eingelagert. Und dann wird die Situation, wie wir sie beim Herzkatheter immer wieder haben, auf einmal sehen Sie, das ganze Blutgefäß sozusagen ist nur mehr hier offen und da überall schon eingelegt. Da muss der Patient noch keinen Infarkt haben, aber wenn das so stark ist, dann spürt der Patient meist schon bei körperlicher Belastung Druckgefühl über der Brust, Brennen, Atemnot oder was auch immer. Das kann man einfach sehr gut sein. Und da muss man zum Beispiel einen Herzkatheter machen. Aber Sie sehen, die Karriere der Erkrankung sozusagen fängt sehr früh an. Und das Schicksal wird auch natürlich irgendwo schon in der frühen Jugend auch mitbestimmt. Nicht alleine, aber mitbestimmt. Nun, was sind jetzt die genauen Zeichen eines Herzinfarktes? Und das ist, glaube ich, für alle wichtig, ob man jetzt in der Verwandtschaft
vielleicht schon jemand hat, der einen Infarkt hatte. Die Patienten merken sich zum Beispiel den Schmerz für immer. Also wenn jemand einen typischen Schmerz hat über der Brust und einen Infarkt hatte, der Patient kann das nach 3, 4, 5, 10 Jahren genau beschreiben. Und wenn er wieder irgendwann einmal Brustschmerzen bekommt und der Arzt befragt den Patienten, ich frage dann meist, ist er so ähnlich, wie er es damals bei dem Infarkt gehabt hat? Und der Patient sagt dann drauf, ganz genau so. Das ist quasi wie eine hundertprozentige Diagnose. Ja. Wenn der aber sagt, na, mit dem Schmerz, den ich damals gehabt habe, bei dem Infarkt, hat das überhaupt nichts zu tun, dann kann der Arzt schon relativ sicher sein, dass der Brustschmerz mit einem neulichen Infarkt und mit Angina-Rektus nichts zu tun hat. Also das heißt, das subjektive Empfinden des Patienten und das Befragen des Arztes macht schon eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, um die richtige Diagnose zu stellen. Und letzten Endes ist es auch für Sie oder für Ihre Verwandten oder für alle, die heute irgendwo mal dazukommen, von großer Wichtigkeit, wann reagiert man zu Hause oder wo auch immer darauf, dass man sagt, Rettung rufen. 144 anrufen. 144 anrufen. Hausarzt anrufen ist nicht da. 144 ist in dem Fall bei jedem Verdacht auf Herzinfarkt. Ist es so? Wann muss man daran denken? Man muss daran denken, wenn plötzlich über der Brust, meist ist es hinter dem Brustbein, größere Fläche, nicht so ein Punkt, sondern große Fläche, ein heftiger, entweder Schmerz, ein Drücken, ein Brennen oder das Gefühl, dass ich mein Hirn einen Reifen, den man nicht los wird. Ja. Und man hat das noch nie vorher gespürt sozusagen, auch ein Geschrei auf. Manche Leute spüren den Schmerz nicht so arg. Und bei vielen strahlt der Schmerz aus, alle wissen ja, linker Arm, ja. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass der Schmerz in den rechten Arm ausstrahlt. Es kann sein, dass der Schmerz in den Nacken hinten ausstrahlt. Es kann sein, dass der Schmerz in den Kiefer ausstrahlt. Und ganz selten ist es so, dass der Patient nur in den Bereichen, die ich jetzt genannt habe, den Schmerz hat und über der Brust kaum. Also das heißt, er ist so beeindruckt vom Kieferschmerz. Ich habe sogar einen Patienten einmal erlebt, der ist zum Zahnarzt gegangen, hat aber einen Herzinfarkt gehabt, weil der Schmerz im Kiefer gesessen ist. Ja. Also das gibt es auch, aber das ist selten. Das ist für Sie nicht so wichtig, für uns Ärzte ist das wichtig. Für uns Ärzte ist es wichtig, dass man praktisch jeden Patienten, der akut Beschwerden hat zwischen Nabel und ich sage mal Kinn, ja, dass man an einen Herzinfarkt denken muss. Und selbst wenn jetzt der Schmerz ausstrahlt in den Bauch, kann das natürlich auch ein Gangstein sein, aber genauso kann ein Hinterwandinfarkt zum Beispiel Schmerzen im Bauch machen. Ich habe auch schon erlebt in früheren Jahren, dass Leute zu einer Gallenblasenoperation so quasi fast gedrängt wurden und war gut der Hinterwand. Ja, das hat es schon gegeben auch. Also ich sage das nur als Beispiel, dass Sie sehen, was alles theoretisch und praktisch möglich ist. Noch einmal, das Wichtigste für alle in der Früherkennung, und Früherkennung ist trotzdem wichtig, weil je früher man ins Krankenhaus kommt, umso mehr Chancen hat man. Und das werde ich Ihnen dann zeigen. Noch wieder, der Schmerz über der Brust meist, große Fläche, dauert meist über 20 Minuten, nicht Sekunden. Irgendwas Stunden dauert, dann bin ich immer beruhigt, wenn der Patient kommt und sagt, ah, das ist, wie lange dauert es, eine Sekunde, ah, das ist ja fast eine Sekunde zu lang. Dann weiß man schon, das sind Zusatzschläge zum Herzrhythmus, meist ganz harmlos, hat mit Herzinfarkt und hat mit Angina-Pektoris nichts zu tun. Manche Patienten schwitzen stark, haben große Angst dabei auch, Angst, die aber nicht so ist, weil sie so geschreckt sind, sondern weil es wirklich so heftig ist. So, jetzt bei den Frauen ist immer alles anders, nicht? Die Frauen, ich habe an meinem Vortrag gehalten, Frauenherzen schlagen anders. Ja, und sie schlagen wirklich anders. Bei Frauen ist es so, dass belastungsabhängig Angina pectoris, wie es bei Männern typisch ist. Bei Männern ist es typisch zum Beispiel, wenn sie nicht beim Herzinfarkt, aber Angina pectoris haben, die gehen bergauf. Und immer wenn sie leider die Birne oben ankommen, kriegt er so ein Druckgefühl und wenn er 3 Minuten stehen bleibt, ist weg. Und dann geht er wieder und nach derselben Anstrengung kommt es wieder. Also das wäre klassisch belastungsabhängig Angina pectoris. Das haben zum Beispiel Männer häufig.
Und dem liegt der meiste Defender eines oder mehrerer Kranzgefäße zugrunde. Haben das viel, viel seltener. Bei der gleichen Krankheit hat Frau oft andere Beschwerden. Das heißt, Frauen leiden mehr unter Atemnot. Die haben auch im akuten Herzinfarkt Schmerzen, können sie genauso haben wie Männer, haben aber sehr oft auch Atemnot dabei, also relativ starke Atemnot. Oder Frauen haben oft auch nach Stress die Beschwerden. Und wenn sie Angina-Pectoris haben, wie ich vorher beschrieben habe, nicht so sehr typisch bei körperlicher Belastung, sondern häufiger in Ruhe. Also das heißt, das hat sich auch herauskristallisiert in den letzten Jahren, dass die Ärzte hellhöriger sein müssen und natürlich auch in der Laienaufklärung, dass auch eine Rolle spielt, dass das bei Frauen ein bisschen anders sein kann als bei den Männern. Nun, was ist das Schicksal der Patienten, wenn sie einen akuten Herzinfarkt haben? 30%, und das ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, aber nicht ganz entscheidend, sterben zu Hause. Also wenn sich der Herzinfarkt erleidet, kann es immer noch so sein, dass 30%, die keine Hilfe haben, zu Hause versterben und erreichen das Krankenhaus nicht. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass man nicht zu lange wartet. Also wenn so eine Schmerzsymptomatik auftritt, wie ich gesagt habe, dass man nicht zögert, und wir haben genaue Daten durch Befragung von Patienten österreichweit, wir nehmen an einem sogenannten Österreich-Register teil, wo Herzkatheterzentren ihre Patienten genau befragen, wann hat der Schmerz begonnen, wann haben sie sich entschlossen, den Notruf oder den Arzt zu rufen, wie lange hat es gedauert, bis die Rettung oder der Notarzt gekommen ist? Und wir schreiben dann genau auf, ab wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, ab wann er dann auf die Herzkatheter schlägt zum Beispiel und so weiter. Also es werden diese Daten genau erhoben. Und da ist es so, dass wir überall schon sehr, sehr gut sind. Ich glaube, im Europa-Vergleich viel besser als in den USA zum Beispiel. Wir haben überall viel bessere Zeiten, auch bessere Ergebnisse. Wo wir aber noch immer schlecht sind, und deswegen wende ich mich auch an Sie, ist in der Entscheidungszeit des Patienten. Also das heißt, dass der Patient zu Hause sagt, na warten wir bis am nächsten Tag oder ich gehe dann in die Ordination vom Hausarzt oder so in dieser Richtung. Und 70% erreichen dann das Krankenhaus. Was sind das jetzt für echte Zahlen sozusagen? Todesursachen im Burnout, ich bringe das nur kurz nochmal, steht immer 50%, 50%. Daher kennen Sie auch, dass Frauen häufig betroffen sind. In den letzten Statistiken Frauen sogar häufiger als Männer. Aber bei den Frauen ist es so, dass das durchschnittliche Alter der Herzinfarkte, wenn sie einen Herzinfarkt kriegen, höher ist als bei Männern. Also bei Männern ist der Durchschnitt, dass sie einen Herzinfarkt haben, das durchschnittliche Alter 62 Jahre, und bei Frauen ist es fast 70 Jahre. Also Frauen kriegen später einen Herzinfarkt. Hier ist auch ein gewisser Unterschied. Und deswegen ist er manchmal auch komplizierter, weil sie schon Begleiterkrankungen haben, wie Zuckerkrankheit und solche Dinge. Aber Männer ist das mittlere Alter 62 Jahre, das ist österreichweit gleich. Und da können sie sich schon ausmalen, zum Beispiel während der kurzen eine 35-jährige Frau gehabt, die Infarkt hat, aber natürlich auch eine 80-jährige. Aber das mittlere Alter ist 62 Jahre. Am Wochenende zum Beispiel, da haben wir Dienst für 850.000 Einwohner, also für das Industrieviertel und für das Burgenland. Wenn ein akuter Herzinfarkt auftritt, bringen die Rettungen uns das. Oder ich zeige Ihnen das dann später, das teilen wir uns Wiener Neustadt, Mödling und wir. Also das heißt, jeder hat jedes dritte Wochenende Dienst, jeden dritten Tagdienst und rund um die Uhr quasi kam der Patient Herzkatheter bekommen und so weiter. Am Wochenende haben wir 12 Patienten mit akutem Herzinfarkt. Gut, was ist wichtig für Sie? Ich habe schon gesagt, keine Zeitverzögerung. Und es ist so ein Schlagwort, Zeit ist Muskel. Das heißt, je schneller Sie ins Krankenhaus kommen oder je schneller der Patient ins Krankenhaus gebracht wird, umso eher kann man ihm helfen. Das heißt, es treten keine Rhythmusstörungen auf, oder wenn Rhythmusstörungen auftreten,
kann man die behandeln und zugleich kann man das Gerinnsel aufdehnen, einen Stent einlegen und damit auch sehr viel an Herzmuskelräten. Und ich habe gesagt, je geringer und kleiner die Narbe ist, umso bessere Lebensaussichten hat der Patient über die Jahre. Und deswegen haben wir auch dieses Netzwerk begründet, sozusagen. Das ist unser Krankenhaus, das ist Mödling und da müsst ihr euch eine Neustadt vorstellen. Und da reist der Hubschrauber sozusagen. Tatsächlich haben wir es so gemacht seit 2007, dass jeder Infarktpatient, wenn der Notarzt hinkommt, entdeckt einen Herzinfarkt, der für eine Herzkatheteruntersuchung in Frage kommt, ruft er an, der weiß schon, wer von uns drei Spitälern Dienst hat. Der Patient wird unmittelbar in das Herzkatheterlabor gebracht und dann wird die Untersuchung gemacht. Das werde ich Ihnen dann zeigen. So, aber jetzt gehen wir zuerst auf die Prophylaxe noch. Das wird Ihnen heute natürlich sehr bekannt sein. Aber dass wir in der Bevölkerung wirklich was erreichen, dass seltener Herzinfarkt auftritt, seltener der plötzliche Herztod auftritt, das können wir natürlich nicht mit den Hubschraubern und nicht mit den Herzkatheteruntersuchungen wirklich die Häufigkeit reduzieren, sondern die Häufigkeit können wir nur reduzieren, indem wir praktisch die Faktoren, die wirklich eine Rolle spielen, dass man das ein bisschen angeht. Und das geht jetzt mit Ihnen durch. Das steht im Kurier, in der Kronenzeit, in jeder Zeitung wird über solche Dinge berichtet. Ich werde aber nur den Wert darauf legen, wo auch wissenschaftlich belegt ist, dass das wirklich auch einen Sinn hat. In der Kronenzeitung muss stehen, was weiß Gott, Homozystein ist wichtig und Cholesterin ist unwichtig. Muss die Kronenzeitung schreiben, natürlich, weil sonst wird es niemand lesen. Weil wenn das drinstehen würde, was ich da jetzt sage und was richtig ist, dann würden die Leute nicht lesen, also das geht eh schon, das ist immer dasselbe, was geschrieben wird. Also das heißt, ich sage nochmal, wer ist gefährdet, dass er einen Infarkt kriegt und was kann man dagegen tun? Ich kann einmal nichts dagegen tun, wenn ich älter werde. Das ist klar, leider. Aber je älter wir werden, und Sie sehen, gerade bei den Frauen ist das so, je älter wir werden, umso eher kann man einen Infarkt kriegen. Das ist klar. Also das heißt, wenn ein älterer Mensch so einen Brustschmerz hat, wie ich geschildert habe, dann braucht man überhaupt nicht mehr fragen und nicht mehr irgendwas machen, sondern 144 rufen. Im Geschlecht haben wir gesehen, früher haben wir immer gedacht, die Männer sind viel häufiger herzinfarktgefährdet. Wenn man es über die Zeit sieht und sieht auch die älteren Frauen mit einbezogen, dann ist es fast gleich, Frauen und Männer gleich. Und es gibt eine Familiengeschichte bei manchen, ich habe schon erwähnt, wenn Männer, Verwandte ersten Grades unter 55 einen Infarkt kriegen in einer Familie, wird eigentlich die Verwandten ersten Grades untersucht oder bei Frauen unter 65 einen Herzinfarkt werden sie auch untersucht. Wichtig, was wir beeinflussen können, das ist die rechte Seite. Also wir können beeinflussen, Bluthochdruck zu behandeln, ist natürlich wichtig. Das zeigt in allen Daten, in der EU gibt es jetzt sehr, sehr gute Daten von einzelnen Ländern, das geht so quasi vom Westen Richtung Osten. Und eigentlich ist am schlechtesten der Bluthochdruck behandelt in den einzelnen EU-Ländern. Im Osten noch viel schlechter als natürlich bei uns. Übergewicht spielt eine Rolle, meist spielt das Übergewicht deswegen auch eine Rolle, weil zum Beispiel Diabetes häufiger ist, das sogenannte Typ-2-Diabetes. Und natürlich erhöhte Blutfette, Diabetes hat auch meist erhöhte Blutfette, Diabetiker. Und das Rauchen habe ich da mit vielen Rufzeichen natürlich versehen, spielt für den Infarkt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Für den Gehirnschlag ist aber Nummer 1 Bluthochdruck, für den Herzinfarkt Nummer 1 Blutfette und Rauchen, aber letzten Endes spielen für beide Erkrankungen alle diese Faktoren eine wesentliche Rolle. Und für uns Ärzte zur Diagnosestellung ist es natürlich auch wichtig, wenn der Patient irgendwelche Symptome angibt, dass wir das immer in Erfahrung bringen. Also für uns ist das sehr, sehr wichtig, auch für die Diagnosestellung. Zum Bluthochdruck ein paar Dinge nur, geht das jetzt mit Ihnen so kursorisch durch. Wichtig ist einmal die Früherkennung. Früherkennung heißt, es sollte eigentlich jeder, der da herinnen sitzt, wissen, ich sage einmal nicht, wie
die Zeit, die er misst, weil der Blutdruck ist ja nicht mehr konstanter Wert, aber er sollte zumindest schon mehrmals eine Blutdruckmessung gehabt haben. Das würde man sagen, Screening heißt das. Wenn man in die Apotheke geht und kriegt einmal einmal Blutdruck messen und man hat 160 zu 90 oder 170 zu 100, dann war das aber primär ein Screening, nennt man das. Also es hat mich jemand angeschaut, aber ob wirklich die Hochdruckkrankheit vorliegt oder nicht, kann man daraus noch nicht schließen. Sondern man muss mehrere Messungen machen, wobei es am besten ist, wenn man selbst Messungen macht. Und wenn 7 von 30 Messungen über 135 zu 85 sind, kann man von der Hochdruckkrankheit sprechen. Also eigentlich sollte in jedem Hause ein Blutdruckmesser sein, genauso wie eine Waage. Und, oder sollten sich vielleicht mehrere Familien in der Verwandtschaft einen Blutdruckmesser teilen, aber letztendlich ist die Selbstmessung die einzige Möglichkeit, wie man von dem dann wegkommt, dass man immer sagt, beim Arzt habe ich ihn erhöht, zu Hause ist er eh normal. Und dann versäumt er viel Zeit, bis eine zeitgerechte Therapie gemacht wird. Und die Diagnosestellung ist altersunabhängig. Das heißt, man spricht von Hochdruck auch, wenn, ich sage mal, ein 70-Jähriger mehr als 7 Messungen über 135 zu 85 oder wenn ich 30 Messungen mache, dann ist ein Hochdruck. Was man dann dagegen macht, ist eine andere Frage. Aber Faktum ist, die Regel 60 Jahre, 160 und so weiter gilt nicht mehr, weil man weiß, dass man damit trotzdem ein zu hohes Risiko hat für Gehirnschlag und Herzinfarkt. Nun, ein paar Sachen, die auch wissenschaftlich belegt sind für den Hochdruck. Der Hochdruck, den kann man durch Lebensstilfaktoren oder Änderungen sehr gut auch mitbehandeln. Man kann nicht alles erreichen, man kann viel erreichen. Beim Gewicht ist es so, eine Gewichtsreduktion bei einem stark übergewichtigen, also ich sage mal stark, 100 Kilogramm ein Mensch ist 1,70 groß. Ja? Jetzt wenn ich dem sage, durch Gewichtsreduktion bringen Sie einen normalen Blutdruck, dann hat er kein gutes Ziel, weil er soll vielleicht 70 Kilogramm erreichen, ist unmöglich. Es gibt aber eine gute Botschaft dabei. Beim Hochdruck ist es so, wenn der statt 100 Kilo 95 hat, dann sinkt der Blutdruck im Mittel um 6 bis 7 mm Hg. Also das heißt, wenn der vorher gehabt hat 145, hat er dann 139 im Mittel. Also das heißt, eine gewisse Gewichtsreduktion, die gar nicht so stark sein muss, 4-5 Kilogramm, bewirken am Hochdruck sehr, sehr viel. Also eine Gewichtsreduktion von wenigen Kilogramm beeinflusst den Hochdruck sehr. Was auch interessant ist, ist auch wissenschaftlich belegt, wenn Sie 3-mal oder 4-mal oder 5-mal Obst- oder Gemüseportionen am Tag verteilt zu sich nehmen. Da gilt ein Apfel schon als eine Portion. Oder Gemüse zum Mittag, eine Portion. Also es ist gar nicht so schwer. Auch da ist bewiesen worden, dass nicht nur über die Gewichtsreduktion, sondern über Inhaltsstoffe von Gemüse und Obst auch der Blutdruck gesenkt werden kann. Nicht nur die Blutfette, sondern auch der Blutdruck. Auch wenn jemand regelmäßig zu viel Alkohol zu sich nimmt, Alkohol glaubt ihr nicht, er senkt den Blutdruck, ist aber weit gefehlt. Es gibt Leute, wo der Hochdruck weg ist, wenn der Alkoholkonsum deutlich reduziert wird. Und der Salzkonsum ist eine eigene Geschichte. Sie wissen ja, dass wir eigentlich 3 bis 4 Mal so viel Salz zu uns nehmen, als wir bräuchten. Da sind die Fertiggerichte, Fertigprodukte. Und das Schaurigste ist natürlich das Nachsalzen bei der Suppe, weil die Suppe eh sehr gut ist. Manche Leute salzen von vornherein, ohne dass es kosten. Das ist der Klassiker, würde ich mir auch. Ja, so ist es. Und Ausdauertraining bringt natürlich sehr viel. Und Ausdauertraining verstehe ich nicht nur Joggen und auch nicht nur Walken. Sondern im Ausdauertraining ist es sicher so, wenn man älter ist, dass regelmäßiges Bewegen auch während des Tages, ich gehört heute in den Medien, ist eine Studie zitiert worden, ich glaube sehr fest daran, dass auch die Bewegung im Alltag sehr, sehr viel bringt. Ja? Also das heißt, wenn man häufig aufsteht, Schritte macht und so weiter,
und Schweigen und. Und bei der Bewegung ist es wirklich so, dass hier auch auf dem Blutdruck sehr viel möglich ist und natürlich auch auf die Blutfette. Nun, was können die Medikamente? Also es gibt kaum einen Hochdruckpatienten, außer vielleicht in den ersten Jahren, die mit den allgemeinen Maßnahmen zu Rande kommen. Selbst wenn sie das ganz toll machen, ich habe oft Sportler, die glauben, dass sie nur mit Sport die Krankheit bekämpfen können, das geht aber meistens nicht. Es geht meistens nicht. Selbst wenn sie dann ganz schlank werden und jeden Tag eine Stunde laufen, geht das nicht, weil das nur bis zu einem gewissen Maß möglich ist. Und beim Hochdruck ist es so, Sie müssen denken, dass ja jeder Zweite ab 60 Jahre einen Hochdruck hat. Jeder Zweite. Und die Mehrzahl braucht dann Medikamente. Und in allen wissenschaftlichen Studien ist bewiesen, dass Herzinfarkte um 25% reduziert werden können durch die Hochdruckmedikamente. Schlaganfälle noch mehr um 35%. Und dann dieses Pumpversagen des Herzens, diese Herzinsuffizienz um 50%. Also es gibt einen tollen Effekt, nicht nur auf die Sterblichkeit, sondern auch auf Erkrankungen sozusagen. Also ich würde Sie ermutigen wollen, wenn Sie einen Hochdruck haben, dass Sie wirklich versuchen, auf diese Zielblutdruckwerte mit Ihrem Arzt hinzuarbeiten. Das dauert oft monatelang, vielleicht ein halbes Jahr lang, aber es rentiert sich und meist wird auch, wie soll ich sagen, das Lebensgefühl besser. Am Anfang wird man müder und dann wird es meist besser. Zielblutdruck ist praktisch das gleiche, wie es definiert ist für normalen Blutdruck. Am besten ist die Selbstmessung dem Arzt das zeigen und es sollte wiederum maximal 7 höher als 135 sein. Dann wäre man ideal eingestellt, gut eingestellt. Das bezieht sich aber auf die Selbstmessung. Beim Arzt schaut es meist anders aus. Nun kurz zu den Blutfetten. Auch hier werden sehr extreme Ziele angegeben. Diese ganz starken Reduktionen sind für die Patienten ganz, ganz wichtig, die schon einmal einen Herzinfarkt hatten, einen Schlaganfall hatten oder die auch zum Beispiel an den Beinen die sogenannte Schaufensterkrankheit haben. Die sollten ein Gesamtcholesterin haben unter 160, ein sogenanntes LDL-Cholesterin, das ist dieses sogenannte böse unter 100. Und wenn es geht, das HDL auf 55 steigern, das ist oft schwierig. Aber Betroffene sollten solche Zielwerte haben. Ja, und das erreicht man heute. Das erreicht man absolut. Und für die Gesamtbevölkerung wären das die Idealwerte. Sozusagen unter 200, das LDL unter 140 und das HDL über 45. Wie man das erreicht? Man erreicht es ähnlich wie beim Hochdruck über diese Lebensstiländerungen. Aber viele, speziell solche, die schon einen Infarkt haben, brauchen unbedingt sogenannte Statine. Das sind die typischen Fettsenker, die heutzutage wirklich sehr viel können und bis zu 30-40% das Cholesterin senken können und das LDL. Also bitte, wenn jemand ein Betroffener ist, nicht aufhören mit den Statinen. Sie kennen das, Silberstatin, Sort, das Mediale heißt. Also das heißt, nicht aufhören und wenn Sie schöne Werte haben, nicht wieder darauf warten, 2 Monate, dann haben wir wieder hohe Werte. Die Wirkung auf Schlaganfall und Herzinfarkt nimmt nach 14 Tagen so ab, dass man erstens einmal wieder noch die alten Werte erreicht und dann letzten Endes hat man keine Schutzwirkung. Also nochmal, Medikamente nicht scheuen, wenn die Werte sehr hoch sind. Zur Zuckerkrankheit wollte ich noch ein paar Sachen sagen, bevor wir uns dann echten Krankheit des Herzinfarktes zuwenden. Der Diabetiker, und bei uns sind ja vorwiegend die sogenannten Typ 2 Diabetiker von hoher Wichtigkeit, natürlich auch der Typ 1, das ist der insulinabhängige Diabetes, aber der 2er ist der, den wir durch Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht und zu wenig Bewegung und Überernährung uns anzüchten sozusagen. Aber da gibt es auch eine gewisse Vererbungskomponente. Also das heißt, wenn in der Familie häufiger der sogenannte Altersdiabetes ist, man sagt, das ist harmlos, ist nicht so, dann ist man unter Umständen selber auch gefährdet und sollte auch in der Richtung arbeiten. Das heißt, warum ist dieser Altersdiabetes so gefährlich, ja, der Typ 2 Diabetes? Deswegen, weil die Patienten
viel, viel häufiger als Nicht-Diabetiker eben zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommen, chronische Herzinsuffizienz bekommen, also durch Atemnot, Bauchwassersuchen und so weiter und so weiter. Sie bekommen viel häufiger Schlaganfall und natürlich auch die Durchblutungsstörung dabei. Also Diabetiker sind besonders gefährdet und das ist der Grund, weshalb bei Diabetes ganz besonders auf den Blutdruck geachtet werden sollte, die Blutfette praktisch fast immer mit einem Statin, sprich mit einem Fettsenker, gesenkt werden sollte. Die Mehrzahl der Diabetiker brauchen zum Beispiel ein Trovas oder ein Aspirin oder so in dieser Richtung. Und die Optimierung der Diabetes-Einstellung spielt eine Rolle, wobei aber die Blutdrucksenkung bei diesen Personen unter Umständen wichtiger ist als die Zuckereinstellung. Also wenn jemand zum Beispiel 70, 75 ist, einen Hochdruck hat und einen Diabetes hat, der mit Medikamenten der Diabetes eingestellt ist, dann ist der sehr gefährdet, aber der muss dann ganz besonders mit der Blutdrucksenkung sehr genau nehmen. So, was ist mit Rauchen? Da sage ich nicht sehr viel, Rauchen ist schädlich, gut, das wissen wir alle. Aber die Formel hat mir ganz gut gefallen, es ist so überschlagsmäßig. Blutgefäßalter ist Lebensalter plus Raucherjahre. Also wenn jemand, ich sage mal 70 Jahre ist, na 70 möchte ich da nicht sagen, wenn jemand 50 ist und hat 20 Jahre geraucht, dann hat er ungefähr Blutgefäße wie ein 70-Jähriger. Also Lebensalter plus Raucherjahre sind ungefähr als das Gefäßalter. Das ist so eine Ausnahme. Gott sei Dank nicht bei jedem gleich, aber es ist so ganz gut zum Einprägen und die Entwöhnung ist wichtig. Jetzt wird sagen, was haben Sie für ein Rezept dafür? Das können Sie mich noch fragen. Gut, jetzt rede ich kurz über die Behandlung. Wenn das schon eingetreten ist, der gute Frage, das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich rasch reagiert. Ich bin ja das schon gesagt. Das war jetzt die Prophylaxe. Aber ich habe schon die Prophylaxe schon auch erwähnt, dass die notwendig ist, wenn ich schon einmal einen Infarkt habe, dann ist das genauso wichtig. Aber wichtig ist, sobald ich den Infarkt habe und der Verdacht einmal geschöpft wird, ja, dass man so rasch wie möglich ins Krankenhaus kommt. Deswegen habe ich dieses Diapositiv nochmal genommen. Und wenn der Patient dann ins Krankenhaus kommt, dann wird er ja eigentlich aus unserem Gebiet sozusagen in eines der drei Krankenhäuser gebracht. Und wenn es um Mitternacht ist oder um eins am Morgen oder drei, er wird in den Herzkatheter gebracht, so schnell wie möglich. Die Leute sind da in Bereitschaft, das ganze Team. Es geht rund um die Uhr. Und Sie sehen zum Beispiel hier, das war eine 38-jährige Frau, die am 1. Mai, sag mir wann, wo sie herkommt, das darf ich ja sagen, Fahrradfahren war am Semmering, 38-jährige Frau. Und sie hat schon bemerkt, wie sie bergauf gefahren ist, dass sie immer wieder Erdrücken hatte. Immer wieder. Und dann plötzlich ist stehen geblieben und der Druck hat nicht aufgehört, hat sich gesteigert, 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 so wie ich Ihnen gesagt habe, dass ein Infarkt ist. Sie ist am Semmering gewesen, hat 144 gerufen, die haben sie mit dem Hubschrauber geholt, das war am 1. Mai. Ich bin damals im Garten gesessen, war schönes Wetter, aber mein Oberarzt hat Dienst gehabt und die hat es sofort gemacht. Und was war? Das war ein großes Gefäß, eines dieser drei Hauptgefäße, damals zweite, eines dieser drei Hauptgefäße, das zur Herzvorderwand führt. Und Sie sehen hier, ist von da bis daher praktisch an der Boden, da ist dann ein ganz ein kleiner Faden. Ja. Und dazwischen war ein riesiges Gerinnsel. Ja. Und weil ich das so geschickt und so gut mache, haben Sie das mit ein paar Lungen aufgedehnt. Da sehen Sie schon, wie das schön durchgeht, das Kontrastmittel, wo das Blut normalerweise fließt. Und es wird aufgedehnt. In der Zeit, wie ich das gelernt habe, das war 1982, da war das eine Sensation, hat man Ballons verwendet und die hat man aufgeblasen bis 2 Atü. Das ist Atmosphäre, das ist so wie bei einem Autoreifen. Jetzt haben wir Ballons, die bis 20 Atü aufgeblasen werden können. Und die behalten oder die Form. Das heißt, das ist ein Ballon, der 3 bis 3 mm lässt sich ja
der, wenn man den 3 mm Ballon wählt, sozusagen, dann kann man den, wenn das eine ganz harte Einengung ist, kann man den bis zu 20 Atmö aufblasen und dann wird das Gefäß erweitert, so wird dann so weit, ja, und danach legt man dann ans Enden und jetzt schauen Sie sich das an, das schaut fast schöner aus als wie das natürliche Gefäß. Ja. Und wenn das sehr rasch geht, dann wird der Infarkt sehr klein, dass der Infarkt 0 ist, weil der ist ja vorher schon entstanden, das nicht. Aber die Narbe wird dann ganz klein und die Aussicht ist extrem gut. Ja. Also das heißt, schnell hinkommen, schnell, also ganz egal wo ich wäre, sozusagen auf Urlaub. Ja. Ich würde erkundigen, wo ist das in Italien, das sage ich mal in Dresden, dann lasse ich mich dort hinbringen. Ja. Also das heißt, das ist aber entscheidend, auch heutzutage für die Prognose. Und dass das kein Spaß ist, dass wirklich kein Spaß ist, möchte ich Ihnen an diesen, sagen wir mal jetzt, fast letzten Bildern zeigen. Das Ding wird jetzt kompliziert, das ist so wie im Fernsehen, man zu Säulen zeigen, aber ich zeige Ihnen das. Also, schauen Sie her. Das ist die Sterblichkeit akut im Krankenhaus. Ich will ja früher erwähnen, wie ich Turnusarzt war, was da alles geht. 1975, da war ich noch Turnusarzt, ja. Im Waldviertel, aber das war überall gleich in Österreich. Wenn ein Patient mit akutem Herzinfarkt das Krankenhaus erreicht hat, sind von 100 Leuten, die das Krankenhaus erreicht haben, 30 mit der Bahre dann hinausgetragen worden, weil sie gestorben sind. In jedem Krankenhaus. Das war im AKH so, das war im Tirol so, das war überall gleich ungefähr. Jeder dritte Patient, obwohl er das Krankenhaus erreicht hat, ist gestorben. Das war 1975. Im Jahr 2002 hat sie das schon reduziert, Sie sehen, auf 16%. Es waren dann von 100 nur mal 16. Ja, von 100 nur mal 16. Weil, da hat es dann die Herzüberwachungsstationen gegeben, dann hat es Medikamente gegeben, die haben wir dann schon sehr intensiv eingesetzt, wo man versucht hat, das Gerinnsel aufzulösen. Und dann sind die Ergebnisse schon viel besser geworden. Das heißt, dieses Gefäß ist dann rascher schon wieder offen gewesen und das Ganze hat besser funktioniert. Und das war 2004 im Allgemeinen Krankenhaus in Wien 9,5. Da ist entweder aufgelöst worden oder schon ein Stent gelegt worden. Also das heißt, es ist dann auf 9,5. Ganz jungen auf 2% sind dann nur mit 2 mit der Bahre hinausgetragen. Aber schauen Sie sich das an, 30 auf 9,5. So, und jetzt zeige ich Ihnen unsere Ergebnisse. Wir nehmen an zu einem Österreich-Register teil, da werden wir auch genau überprüft, ob die Daten stimmen. Ja, also da haben wir Audits, wie wir das nennen. Also da kommen Leute aus der Innsbrucker Universitätsklinik und schauen sich unsere Daten an. Und da haben wir Folgendes. Österreich-Register heißt alle Herzkatheterzentren, nicht alle Spitäler, aber Zentren, so wie wir die am Herzkatheter machen und den Infarkt versuchen so zu behandeln, wie ich Ihnen das gezeigt habe, haben jetzt, das war 2011, 5,1% Sterblichkeit. Also das heißt, wenn ein Infarktpatient das Krankenhaus erreicht, sterben von 100 Leuten nur mal 5 und bleiben im Krankenhaus. Nur mal, wenn das so aufgedeckt wird und dieser Step zu Ende wird. Ja? Männer 4,5 und Frauen ein bisschen schlechter, hier abgeschnitten im österreichischen Schnitt, aber es gibt sehr viel Unterschied. Aber die Frauen haben häufiger Diabetes und waren älter. Also das heißt, das macht auch den Unterschied aus. Unser Beitrag sozusagen, wir haben für die Statistik bisher 600 Leute beigetragen, auch 3,6% und eigentlich die Männer ein bisschen schlechter als die Frauen, aber alles in einem so niedrigen Wert, dass der Unterschied eigentlich gar keine Rolle spielt. Aber Faktum ist, ich bin nicht nur stolz, weil wir so einen niedrigen Wert haben, aber dass wir genau dort liegen, wie es auch international als top angesehen wird, jetzt in Schweden oder wo auch immer, aber Faktum ist, dass durch diese moderne Entwicklung der Behandlung von 30% das auf 5% reduziert werden konnte, von
1972 besitzt. Ein Wahnsinn auch noch für sich. Ich kenne kaum eine Erkrankung, kenne keine. Ja? Wenn sich eine Hüfte kriegt oder das oder das oder das, wo die Sterblichkeit an einer akuten Erkrankung so derartig gesenkt wurde. Ja? Gibt's eigentlich nicht. Gibt's nicht. Ja? So, wenn man aber jetzt eine Frage hatte, darf weder der Arzt ruhen, noch der Patient, noch der Anfang. Auf keinen Fall ruhen. Ich fange wieder vom selben an. Es gibt das Gleiche. Nikotin-Karenz, gesunde Ernährung, körperliches Training, dann aber wirklich gezielter Therapie von Begleiterkrankungen sowie Diabetes, Bluthochdruckbehandlung. Diabetes natürlich ganz besonders. Und metabolisches Syndrom als Diabetes plus Übergewicht dann besonders intensiv. Das garantiert aber doch nicht, dass wirklich ein neuerlicher Infarkt verhindert wird. Und da gibt es auch in den letzten 20 Jahren tolle Studien, die klar gezeigt haben, dass nach einem Herzinfarkt, ganz egal, ob die Patienten Beschwerden haben oder nicht, ein Cocktail, ein echter Cocktail an Medikamenten, einen neuerlichen Herzinfarkt und den plötzlichen Herztod ganz stark reduzieren kann. Ja? Also das heißt, das Aspirin ist ein Muss sozusagen für jeden Infarktpatienten und wenn er dann zum Beispiel einen Stent hat, braucht er mindestens ein Aspirin plus ein Clopidogrel oder Plavix, wie das in den Firmennamen heißt, meistens brauchen die das kombiniert. Ein jeder Patient, ob er schöne Blutfette hat oder nicht, das weiß man auch aus den wissenschaftlichen Studien, jeder Infarktpatient braucht ein Statin. Ja? Also muss ein Fettsenker nehmen. Man weiß, dass durch Beta-Blocker auch das Leben verlängert wird des Infarktpatienten. Man weiß, dass ACE-Hämmer gibt es verschiedene, die nicht nur den Blutdruck senken, aber auch einen Schutz bieten gegen neuerlichen Herzinfarkt, dass die das nehmen sollen. Das heißt, dieser Cocktail ist, auch wenn der Patient keine Beschwerden hat, ein Muss. Jetzt möchte ich noch kurz zusammenfassen, vielleicht für den letzten Teil. Ich möchte Ihnen auch die Angst nehmen, was die Medikamente betrifft und die möglichen Nebenwirkungen, vorwiegend dann, wenn Sie einen Hochdruck haben oder vorwiegend dann, wenn Sie schon mal einen Infarkt haben. Also die Relation vom Nutzen zum Risiko ist durch diese Medikamente speziell beim Hochdruck, nach Herzinfarkt, bei chronischer Herzschwäche oder bei Diabetes so gut, dass sie sich auf keinen Fall durch ein Beipackzentrum oder durch irgendetwas beirren lassen sollen, außer sie haben echte Nebenwirkungen. Ja? Die Behandlung ist eine Langzeitbehandlung. Nicht aufhören mit einem Statin, weil sie schöne Blutfette haben. Weitermachen, wenn man weiß, weitermachen, ist dieser Effekt gegeben und schwere Nebenwirkungen sind selten. Das müssen Sie halt dann mit dem Arzt besprechen und sich nicht am beides Boxwand jagen lassen sozusagen. Jetzt haben Sie wahrscheinlich vermisst, dass ich über den plötzlichen Herztod gesprochen habe. Ich habe schon über den plötzlichen Herztod insofern gesprochen, dass eben diese Krankheiten und diese Risikokonstellationen, wenn wir die bekämpfen, und Sie haben das gesehen, die Sterblichkeit im Krankenhaus von 30 auf 5% und so weiter, dass die sehr viel bewirkt haben. Es gibt aber auch Geräte und auch Situationen, wo man noch mehr machen kann. Mehr heißt in dem Fall, dass bestimmte Krankheiten auftreten, wo dann über Schrittmachersysteme eine Schutzwirkung erzeugt wird. Ja. Also, zum Beispiel, plötzlich fällt ein Patient um, hat Kammerflimmern, ist bewusstlos, wird reanimiert durch uns jetzt, Notarzt kommt, wir bringen den ins Krankenhaus, man erkennt, der Patient hat eine schwere Herzerkrankung, die bis jetzt nicht bekannt war, schlechte Pumpleistung des Herzens, kriegt er einen speziellen Schrittmacher, das nennt man ECG. Das heißt, er hat dann zwei Sonden im Herzen und ähnlich wie bei einem Schrittmacher, wobei die Funktion aber dann die ist, dass auch, so wie beim externen Schocker,
macht dieses Gerät einen internen Schock, wenn zum Beispiel ein Kammer nimmer ist. Das heißt, das sind ungefähr 30 Patienten, die wir so behandeln bei uns im Krankenhaus. Also 30 kriegen einen sogenannten ICD. Das ist nur für Patienten, das ist Prophylaxe im eigentlichen Sinn. Man nennt das Sekundärprophylaxe. Das heißt, der hat schon einmal ein Ereignis gehabt, wo er nahe am Tod war, wurde gerettet und kriegt dann dieses Schrittprophysystem. Das kostet pro Patient 35.000 Euro. Das muss ich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Trotz alledem haben diese Patienten mit diesem System eine Risikoreduktion, die unglaublich ist. Das sind aber nur ausgesuchte Patienten. Also Sie sehen, die Forschung und natürlich auch die Möglichkeiten in der Medizin haben sich extrem weiterentwickelt. Ich kenne zum Beispiel einen Patienten, der 20 Jahre schon so ICD-Systeme hat, der ist mittlerweile 70, damals war 50. Es war damals so, dass ich selber ihn reanimiert habe, das war ein Zufall. Früher bin ich sehr häufig am Tennisplatz aufgehalten und er ist am Tennisplatz tot umgefallen. Ich erwähne das zufälligerweise war ich dort. Ja. Und ich erwähne das nur deswegen, weil ich habe dort am Tennisplatz gespielt, zu einer Zeit, wo ich die Leute nicht gekannt habe. Ich bin für jemanden eingesprungen. Normalerweise, wenn man auf dem Tennisplatz ist oder in der Tennishalle, kennen einen die Leute. Die haben mich nicht gekannt. Und wie ich hingegangen bin und ich habe ihn am Rücken gelegt, habe mich jemand weggezogen und gesagt, ich mache das falsch, man muss jemand seitlich lagern. Ich habe das gelernt beim Rotkreuzkurs. Ne? Und wenn aber jemand nicht atmet und wenn jemand keinen Puls hat, dann muss man am Rücken legen und muss ihn massieren. Heutzutage sagt man 100 Mal pro Minute, das ist nicht einfach. Ja, wenn man es aber 60 zusammenbringt, ist es besser als 0. Man macht nie was falsch. Und damals hat man gemeint, beatmen muss man, ist genauso wichtig wie die Massieren. Das Wichtigste weiß man mittlerweile, dass das Massieren ist. Das Beatmen ist auch wichtig, aber nicht so arg. Das heißt, für einen Laien ist es sehr wichtig, man legt den Patienten am Rücken, massiert, ja, und drückt wirklich fest 5, 10 cm oder 7 cm das Brustbein, so mittlere Drittel hinein, man kann nichts falsch machen. Man kann keinen Patienten verletzen, verletzen schon, aber man kann nichts falsch machen. Ja. Und das ist etwas, wo ich wieder auch Mut machen will oder was auch immer, wenn Sie irgendwo dazukommen und man ist psychisch, körperlich, geistig in der Lage, dann soll man es tun. Und der Nächste, der kommt, soll dann Hilfe rufen. Aber der Erste, der dazukommt, soll nicht davonlaufen. Das ist wichtig. Das ist wichtig.